Elektromechanische Funktionen, aber proportional gesteuert. Der Bereich Schiffsmodellbau gehört wohl zu der Sparte, in der man die vielfältigsten Funktionen ganz unterschiedlicher Art findet und vor die Aufgabe gestellt wird, solches nachzubauen. Ich denke an die unzähligen Kräne an Deck, die gedreht, gehoben, gehievt werden können, an die Geschütze und Kanonen, die ebenfalls ein Drehen und Heben einfordern. Ich denke an das Verstellen von Segeln und Bäumen. Ein weites Gebiet entfällt auf die modernen Antriebsvarianten mit Schottel, Pott oder Korddüse. Es müssen Luken geöffnet und geschlossen werden. Davits ausgeschwenkt oder Trimtanks fein dosiert, justiert werden. Der Möglichkeiten gibt es tausende. Und alles läuft erst perfekt, wenn die Funktion proportional gesteuert wird. Für die meisten der genannten Funktionen sind die üblichen Servos ungeeignet. All diese Funktionen müssen also auf andere Mechaniken begründet werden. Und zu diesem breiten Thema möchte ich in dieser Serie einige Beispiele geben, wie man es machen kann. Die Grundlagen einer jeden Proportionalfunktion sind drei wesentliche Elemente. Der Antrieb für die Funktion, meistens ein Getriebemotor. Der Lagegeber zur Positionsüberwachung, realisiert durch ein Poti. Und die Schaltung zur Ansteuerung. Hier gezeigt die Neuentwicklung von CP Elektronik. Immer dann, wenn der mittlere zentrale Raum um den Drehpunkt frei bleiben muss, weil zum Beispiel Kabel, Verrohrungen oder Transportstrecken durchlaufen, setzt man den Drehkopf auf einen Ring. Das sind im Original wie im Modell in der Regel innenverzahnte Zahnkränze. Diese gibt es für uns Modellbauer in vielfältigen Größen und Materialien, aus Kunststoff, Messing oder Stahl und in den unterschiedlichsten Zahnmodulen von Modul 05 bis Modul 2. Dieser Zahnkranz dient als Lager und als Antriebsgegenstück und ist fest auf dem Deck montiert. Im Innenraum wird nun ein passendes Stirnzahnrad positioniert, das sauber in die Verzahnung des Zahnkranzes eingreift. Dieses Stirnzahnrad wird von einem Getriebemotor angetrieben und alles sitzt auf einer gemeinsamen gekuppelten Welle mit dem Wendelpoti. Dreht also der Getriebemotor diese Einheit, drehen sich Stirnzahnrad und Poti immer synchron mit. Nun muss natürlich der Drehbereich der Funktion immer zum Drehbereich des Potis passen. Wir haben das übliche 10-Gang-Poti angekuppelt. Von den 10 Umdrehungen sollte man nur ca. 8 Umdrehungen nutzen, denn man braucht immer einen kleinen Bereich zum Einstellen von Endlagen und Mitte. Soll sich der Turm letztendlich um 360 Grad drehen, benötigen wir ein Untersetzungsverhältnis zwischen Stirnzahnrad und Zahnkranz von 8 zu 1. Wenn das Poti 8 Umdrehungen macht, dreht sich der Turm einmal. Das wäre mit der Kombination Zahnkranz mit 80 Zähnen und Stirnzahnrad mit 10 Zähnen direkt möglich. Die Funktion ist perfekt, weil simpel. Auf dem Zahnkranz liegt die Drehmechanik auf und zentriert sich über den äußeren Ring. Die komplette Drehmechanik, also auch der daran montierte Getriebemotor mit Zahnrad und Poti, drehen sich selbst auf dem Zahnkranz. Dadurch bleibt der zentrale Innenraum um den Drehpunkt frei und kann genutzt werden. In diesem Beispiel ist die Funktion Heben der Geschützeinheit in diesem Mittelraum mittels Linearservo realisiert. Setzt die Elektronik nun den Getriebemotor in Gang, dreht sich die komplette Einheit sehr geschmeidig, ruckfrei und präzise. Die vorgegebene Position wird mit großer Präzision angefahren und ist, aus beiden Drehrichtungen kommend, immer sauber reproduzierbar. Das ist nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten, die wir so schon als Drehen ohne Achse realisiert haben. Jeder, der größer baut als Schuhkarton,
wird mit dieser Methode zu einwandfreien Funktionen kommen. Und man braucht dazu keinen großen Maschinenpark, weil es die verwendeten Komponenten weitgehend fertig im Handel gibt. Im nächsten Teil der Proportionalfunktionen schauen wir uns mal ordentliche Segelwinden an. Solche, die man auch in Modellen von 1,20 m bis 2 m Länge und bei ordentlicher Brise einsetzen kann. Kraftvoll, schnell und natürlich proportional gesteuert.